Hi Leute, GM wieder hier. Ario der Coole hat mir ein ROM-Hack geschickt. Ja, 3 Levels hat er mir gegeben, die ich mir anschauen soll. Und geben wir ihm doch mal eine Chance. Hallo, das ist mein erster ROM-Hack und hoffe, dass er dir gefilmt. Ich habe nur den ersten Abschnitt modifiziert. Okay. Schauen wir uns mal Yoshis Haus an. Ah, komm schon. Moin Moin, ich hoffe dir gefällt mein kleiner ROM-Hack. Ich nur die ersten 2 Nachbarlevel so modifiziert und machbar. Ja. Ah. Ich weiß nicht, aber. Ja. Ich will auch gar nicht wissen, wenn das so schon angefangen hat, wie es weitergeht. Schauen wir uns mal das an. Weiß ich, aber irgendwie, ich könnte mir diese Musik den ganzen Tag anhören. Bisher ist hier kaum was. Die erste Veränderung. So, erstes Level. Viel Spaß. So, das erste Level. Meine deutsche Aussprache hat mich darunter gelitten, dass ich so viele englische Reviews gemacht habe. Tja, gleich fertig. Hoffe, es war nicht zu leicht, wenn ja, bitte sagen. Okay, die Wolke wäre jetzt nicht nötig gewesen. Was zur? Okay. Ich rieche einen riesengroßen Fehler. Lass mal Luna Magic gehen. Ich glaube, er hat irgendwas falsch gemacht. Lass mal kurz gucken. Mario, der Coole. Wenn ein Programm sagt, too many sprites, you currently have 87 sprites in the level, the limit is usually around 84. Das heißt, dein Level wird nicht funktionieren. Ich habe schon sehr viele Freunde von mir gefragt, was diese Warnung zu bedeuten hat. Leute, bitte. Wenn diese Warnung kommt, euer Level wird nicht funktionieren. Ihr habt zu viele Sprites drin. Ich habe auch jetzt überhaupt keine Peilung, wie viele der jetzt drin hat, die diesen Fehler auslösen. Das können Millionen sein. Von daher ist dieses Level nicht spielbar für mich. Mir wurde auch gesagt, dass viele nicht die Version 1.63 benutzen. Ey Leute, bitte, kommt. Wenn ihr ein Level editiert, benutzt bitte die Version 1.63. Google ist euer Freund. Ah. Oh, was haben wir jetzt hier? Fast forward. Ja, oder wir bringen uns einfach um. Ganz einfach, wir bringen uns einfach so um. Ich sag nicht, ich hab die alle aus dem Weg geräumt. Naja, gibt ja die gute alte Möglichkeit. Schauen wir uns mal an, was er mit Yoshi's Island 2 gemacht hat. Wow. Wow! Ja. Oha. Ja, aber.
Verdammt, du hast mich geweckt. Jetzt werde ich Punkt ungehorsam sein. Muhaha. Vorsicht, großes Sprung. Großes Sprung. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und eine Oh schau, da ist die Hälfte, aber leider bringt sie dir nichts. Ich sehe das Grundgerüst von dem Original sehe ich immer noch. Aber naja. Hey. Das Level hat gecrashed? Was zur... Ey, das Level ist gecrashed! Leute, nee. Und wir gehen nochmal kurz in Lunar Magic. Bleibt mal kurz dran. Leute, das ist halt nicht euer Ernst. Mario, der Coole. Nochmal, wenn ein Programm sagt, too many sprites. You currently have 124 sprites in the level, and the level is usually around 84. Euer Level wird nicht funktionieren. Dann lass uns mal wenigstens anschauen, was da fürs Ende geplant. Ach du Scheiße! Was hat er denn fürs Ende geplant? Was zum Teufel soll das denn bitte sein? Ich will es gar nicht wissen, ey. Also, Mario, das ist wirklich einer, ich sag's wirklich sehr, sehr ungern, aber das ist einer der schlimmsten ROM-Hacks, die ich je reviewed habe. Und ich habe erst ein paar gemacht. Du hast zu viele Sprites drin, du hast die Level so, sagen wir mal, hässlich gemacht. Wenn ich das jetzt auf Englisch reviewed hätte, ach du Scheiße. Ja. Also, ich bin baff. Ich bin wirklich baff. Du hast überhaupt nicht deine Level getestet, bevor du sie mir geschickt hast. Du solltest dies machen. Für die Zukunft. Und bitte benutzt Version 1.63. Und wenn diese Fehlermeldung hier kommt. Too many sprites. Bitte. Das ist eine wichtige Fehlermeldung. Sonst funktioniert dein Level nicht. Okay, das war's, Leute. Ich lock mich aus. Macht's gut, Leute. Tschö.